Deutschland in den 30er Jahren. Schöner Schein für alle, die nicht hinsehen. Doch hinter den Fassaden wird ein Teil des Volkes immer mehr verfolgt. Dann nimmt das Regime die Maske ab. In der Nacht zum 10. November werden jüdische Gotteshäuser in Brand gesetzt, jüdische Menschen gejagt, gequält, ermordet. Es durfte alles gemacht werden. Wir waren freiwillig geworden und man durfte mit uns anfangen, was man wollte. Nazis treten an zu einem beispiellosen Feldzug der Gewalt im ganzen Reich. Als Vorwand dient den Nazis das Attentat auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath in Paris. Aus Protest gegen die brutale Abschiebung seiner Familie aus Deutschland will der jüdische Emigrant Herschel Grünspan ein Zeichen setzen. Sein Plan? Ein Attentat auf Hitlers Statthalter in Paris. Doch er trifft nur den Legationssekretär mit 5 Schüssen. Schwer verletzt wird Rath in eine Klinik gebracht. Für Hitlers Regime, das in München sein Ritual zum 9. November zelebriert, ist der Anschlag die erhoffte Propagandamunition. Schon längst hat Goebbels Hetze den Boden für Pogromstimmung bereitet. Das Attentat ist die willkommene Gelegenheit zum Losschlagen. Der Chefpropagandist wittert die Chance, als in München die Nachricht vom Tod des Diplomaten eintrifft. Aus seinem Tagebuch: Ich gehe zum Parteiempfang im alten Rathaus. Riesenbetrieb. Ich trage dem Führer die Angelegenheit vor. Er bestimmt, Demonstrationen weiterlaufen lassen, Polizei zurückziehen. Die Juden sollen einmal den Volkszorn zu verspüren bekommen. Ich gebe gleich entsprechende Anweisungen an Polizei und Partei. Dann rede ich kurz dementsprechend vor der Parteiführerschaft. Es war eine Rede voller Zorn und Empörung, was hier an Deutschen in der Welt geschieht. Wenn so etwas passiert, dann reagieren wir als Volk und dann lassen wir uns das nicht gefallen. Das Kalkül des Agitators geht auf. Stürmischer Beifall. Alles saust gleich an die Telefone. Nun wird das Volk handeln. Nicht das Volk handelt, sondern die Gefolgschaft der Partei. In eingespielter Manier läuft die Befehlskette der Brandstifter an. Bald darauf stehen in Hunderten von Orten die Synagogen in Flammen. Wie hier in Bielefeld vor den Augen der Bevölkerung. Greifkommandos eröffnen die Jagd auf Menschen, die nun freiwillig sind. Und auf einmal klirrte das und die Schaufensterscheiben gingen zu Bruch. Und ich wusste jetzt gar nicht, was los ist. Und dann habe ich aber gesehen, dass überall an vielen Scheiben Hakenkreuze und diese Mongdovi, diese Judensterne angemalt waren. Und dann hörte ich auch schreien und dann sah ich nach oben und da wurden Menschen aus dem Fenster gestoßen. Wenn sie in unsere Straße gekommen sind, da, ich muss sagen, da müssen 500, 600 Leute, Deutsche, die geschrien haben und haben gesungen und haben, da war eine Dame, ich konnte kein Gesicht sehen, die haben sie mit am Haar die Straße runtergezogen. Der spontane Volkszorn, wie ihn die Propaganda suggeriert, ist vielfach inszeniert. Die meisten Brandstifter tragen offen Uniform oder das Abzeichen der Partei. Doch sind die Täter oft nur Durchschnittsbürger, Biedermänner, angesehene Personen in ihrem Ort. Als das Geschrei immer größer wurde, ging mein Vater runter. In der Annahme, er kann die Tür aufschließen. Aber schon als er auf der Treppe war, bekam er den Schuss und rief noch, das habe ich gehört, ich bin getroffen. Es wurde auch gerufen, Juden raus, tot den Juden. Mein Vater hat früher immer gesagt, ja, meine Eltern und Großeltern wohnen in dem Haus. Lebendig kriegt man mich hier nicht raus. Und als nun die
Schüsse fielen und die Rufe Juden raus, da hörte man dann auch, lebendig wolltest du nicht heraus, jetzt kommst du tot heraus. Über 400 Menschen werden in diesen Tagen erschlagen, erschossen, ertränkt oder in den Selbstmord getrieben. Über 1400 Synagogen zerstört, mehr als 7500 Geschäfte verwüstet und geplündert. Die Reaktion der Bevölkerung reicht von Teilnahme am Pogrom bis zu gelegentlicher Anteilnahme am Schicksal der Opfer. Die Angst war so groß, dass man oft keinen Mut gehabt hat, den jüdischen Mitbürgern zu helfen. Es wurde viel geholfen, viel mehr als man denken kann, aber alles insgeheim. Es ist die Menschlichkeit zerstört worden. Plötzlich erfuhr die Kriminalität eine Duldung. Der Staat schützte jegliche Untat, jegliches Verbrechen. Entrechtung, Enteignung, Festnahme. Was lang geplant ist, wird nun umgesetzt. Adressenlisten liegen bereit. Die Häscher handeln mit System. In einer landesweiten Polizeiaktion werden vor allem jüdische Männer verhaftet, bei denen man Vermögen vermutet. Staatlich organisierte Geiselnahme. Ziel der Aktion, die Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft und schließlich aus der Heimat. Unter Zurücklassung ihres Vermögens. Sachsenhausen, Dachau, Buchenwald, das Tor zur Ausbürgerung. Tatort brutaler Erpressung. Entlassen wird nur, wer seiner Enteignung und Auswanderung zustimmt. Wer kann, versucht ein Visum zu bekommen. Doch die anderen Staaten lassen nur begrenzte Kontingente zu. Für Kinder gibt's am ehesten Hoffnung. Einige Nachbarländer erklären sich aufnahmebereit. Abschied fürs Leben. Mit der Pogromnacht hat das Regime erprobt, wie weit es gehen konnte und wie weit es künftig gehen kann. Das war der Wendepunkt. Da kapierten die deutschen Juden, in Deutschland kann man nicht mehr in Frieden leben als Jude.